herzlich willkommen zu einem neuen Video bei QSO4U Tech. Heute nochmal ein Video zur GoldenEye Ransomware. Ich habe ja versprochen, ich werde da noch was machen dazu und ich habe jetzt auch hier eine Testumgebung mir gebaut mit der GoldenEye Ransomware, die hier auf dem Desktop bereits liegt. Also die funktioniert auch. Und wir werden jetzt gleich mal diesen Host hier infizieren. Bevor wir ihn infizieren, werde ich hier aber nochmal ein paar Dateien anlegen. Hat den Hintergrund, ihr werdet es gleich sehen, er wird nämlich diese Dateien dann auch verschlüsseln. Und ich nenne das jetzt hier einfach mal wichtiges Dokument. Und schreibe da jetzt einfach mal rein www.qso4u.com und werde das Teilchen jetzt einfach mal abspeichern. Gut. Jetzt haben wir hier eine wichtige Datei, die liegt im Downloads-Ordner und haben jetzt hier unsere Bewerbungsmail, beziehungsweise wir haben nur das Excel-Dokument aus der Bewerbungsmail. Die Mail kann ich leider aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zeigen. Das habe ich gestern im Video schon erwähnt. Das werde ich auch heute nicht machen. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, die Mail ist brandgefährlich und es werden halt oftmals auch Firmen interne Daten verwendet, um Vertrauen aufzubauen. Also zum Beispiel Telefonnummern von irgendwelchen Personalchefs oder E-Mail-Adressen oder Namen eben, die teilweise, und das ist wirklich das Hochbrisante, eben nicht mal auf der Website stehen, sondern irgendwo geleakt wurden oder irgendwie anders rausgefunden wurden durch Social Engineering oder wie auch immer. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Excel-Datei hängt mit an dieser Bewerbungsmail dran. Es wird natürlich darauf verwiesen, die zu öffnen. Das machen wir jetzt mal. Und wir behalten trotzdem mal den Windows Explorer im Blick. Und ich habe bewusst hier die Festplatten I.O. ein bisschen gebremst in dieser Testumgebung. Hat den Hintergrund, ich möchte euch noch was zeigen, was mir jetzt aufgefallen ist. Gut, wir verwenden hier eine Office-Test-Version ohne Lizenz. Deswegen kam jetzt auch der Hinweis. Das ist aber egal. Also ob ihr Office lizenziert habt oder nicht, ob es eine Testversion ist oder nicht, das ist egal. Das funktioniert immer. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt denkt sich der Personaler, hey, hier steht ja, bitte aktivieren Sie die Bearbeiten-Funktion, um mein Profil oder um das Kompetenzprofil anzuzeigen. Ja, letztendlich, was wird jetzt gleich passieren? Wenn ich das aktiviere, wird nicht das Kompetenzprofil angezeigt, sondern dann wird diese Ransomware aktiv. Ist schon kackendreist. Und hier auch noch das Logo der Arbeitsagentur mit einzubauen und Loading hinzuschreiben, das ist schon lustig. Also, ja, was ist lustig? Aber es ist schon irgendwie ein bisschen strange, das Ganze. Es trifft es vielleicht eher. Gut, ich mache das jetzt mal so, dass man hier eben das Excel sieht. Handelt sich hier um Excel 2007. Und ist allerdings, muss ich auch dazu sagen, bis 2013 habe ich jetzt mal so durchprobiert, testweise in Testumgebungen hier, ist alles gefährdet. Also da braucht man sich keinen Kopf zu machen. Auch von Windows 7 ab, Windows XP natürlich auch, bis Windows 2012 Server ist alles mit drin. Also ich gehe mal davon aus, dass der 2016er Server auch betroffen ist. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber da ist man nicht davor gefeit, sag ich mal, nur allein wegen dem Betriebssystem. Davor gefeit ist man, wenn man BrainExe einschaltet und mal überlegt, macht es überhaupt Sinn, die Bearbeiten-Funktion und die Makros zu aktivieren bei so einer Bewerbungsmail? Macht eigentlich keinen Sinn, weil warum baue ich da Makros rein? Also, das weiß natürlich die meisten Leute wissen es nicht, aber ja, als ITler sage ich, hä, Bewerbung, da brauche ich keine Makros, da brauche ich normalerweise überhaupt keine Excel-Datei. Deswegen alles schon sehr merkwürdig. Normalerweise müsste man jetzt schon, müssten die Alarmglocken angehen. Ja, was mache ich jetzt? Ich gehe hier auf Optionen und aktiviere den ganzen Spaß einfach mal. Obwohl ja Office das bewusst deaktiviert hat. Und ich sage hier, diesen Inhalt aktivieren. Wenn ihr Sysadmin seid, unterbindet das. Deaktiviert die Makros und unterbindet das, dass es überhaupt geht über die Active Directory, also über Gruppenrichtlinien. Das ist so mein Tipp, was ich euch geben kann in diesem Fall. Macht es, das ist auf jeden Fall das Beste, was ihr machen könnt. Und falls ihr doch unternehmensweit Makros einsetzt, zum Beispiel für Word-Vorlagen, soll es ja auch geben, dass man da Makros einsetzt,
sowas kann man signieren und dann kann man sagen, okay, nur vertrauenswürdige Makros werden ausgeführt aus dem eigenen Unternehmen und dann ist das Ganze auch safe. Aber wie gesagt, hier würde ich auf jeden Fall als Sysadmin das deaktivieren. Wir haben auch ein Video dazu gedreht, Link in dem Artikel in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nachgucken, wie ihr sowas deaktivieren könnt, die Makrofunktion von Office 2016. So, wir aktivieren das Ganze, weil wir wollen ja jetzt infizieren. Und ja, jetzt geht's hier gleich lustig los. Und wir gucken mal kurz auf den Desktop. Also jetzt fängt es schon an. Also jetzt hat man schon verloren. Jetzt wird hier auch eine Datei schon reingelegt. Das ist der Text, der dann angezeigt wird. Also es wird hier schon angezeigt. Bisher im Hintergrund läuft jetzt die Verschlüsselung. Und der Personaler denkt sich jetzt, hä, nichts passiert. Ja, wenn er jetzt geguckt hätte in seine Ordner, würde er jetzt sehen, dass hier diese Datei liegt, diese TXT-Datei. Auf dem Desktop liegt die Datei. Die liegt eigentlich überall drin, sag ich mal, wo eben wichtige Dokumente liegen können. Die Bilder hat er noch nicht angetastet. Gut, das sind die Beispielbilder, vielleicht ist es excluded. Aber unsere Datei, das wollte ich ja eigentlich testen, die ist jetzt nicht mehr aufrufbar. Seht ihr das hier? Die hat jetzt ein neues Dateiformat bekommen. Wenn ich die jetzt umbenennen würde, wieder in TXT, das mache ich mal. Ich hoffe, wir schaffen das noch. So. Kann ich die öffnen? Nein. Ihr seht, die Datei ist auch verschlüsselt. Also das konnte ich euch jetzt noch zeigen, weil jetzt gleich wird der Rechner abstürzen. Und wir gucken mal unten rein in den Task Manager. Also da ist schon ordentlich Last drauf. Und ja, zu spät. Jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt stürzt der Rechner ab mit einem Bluescreen, wie man das eben von Petya schon kannte. Und jetzt beginnt die Verschlüsselung. Also ihr seht, es ist nicht das Rad neu erfunden worden, aber es ist, ist trotzdem weitergedacht worden. Also mit dieser TXT-Datei, die dann eben schon das anzeigt. Und man sieht dann auch schon, wie die einzelnen Office-Dokumente verschlüsselt werden. Das war jetzt ein TXT, das war das Einfachste, was man jetzt mal reinlegen hätte können. Aber ja, jetzt ist unser System eigentlich infiziert. Und im Endeffekt kann man jetzt nichts anderes machen, als warten, bis das ganze Ding durchgelaufen ist. Und dann sieht man den Erpressungsbildschirm. GoldenEye hat sich jetzt durchgesetzt. Die Maschine ist verschlüsselt und wenn man noch länger drauf guckt, neigt man zu epileptischen Anfällen. Ziemlich nervig. Wir drücken jetzt mal den Any-Key. Was passiert? Naja, wir bekommen jetzt eine Bezahlungsaufforderung, wie es eben auch bei Petya der Fall war. Und jetzt sollte man am besten nicht bezahlen. Ich hoffe ja immer noch, dass es da auch wieder eine Entschlüsselung geben wird. Alle anderen, oder falls das nicht passiert, haben wir echt ein Problem. Denn die Daten sind wirklich unwiederbringlich, also weg, sind verschlüsselt. Man kann halt nur bezahlen. Wie gesagt, wenn jetzt gerade jemand das Ganze knacken würde, wäre natürlich super. Wovon ich aber jetzt nicht mehr ausgehe, denn das letzte Mal ist es ja auch nur durch einen Fehler herausgekommen. Ich denke mal, dieser Fehler wird jetzt nicht mehr drin sein, aber vielleicht ist ein anderer Fehler drin. Mal gucken und vielleicht gibt es da doch Hoffnung. Wie gesagt, schützt euch lieber vorher, bevor ihr euch sowas einfangt. Aber ich denke mal, dadurch, dass ihr unseren Kanal abonniert habt bzw. unsere Videos schaut, seid ihr trotzdem ziemlich auf IT-Sicherheit auch bedacht und werdet wahrscheinlich sowas nicht öffnen oder würdet darauf nicht reinfallen. Blöd natürlich für all die Leute, die jetzt schon drauf reingefallen sind. Für alle anderen haben wir eben nochmal unser Video, gerade für Unternehmen, das kann man nicht oft genug betonen, dass einfach kleine und mittelständische Unternehmen oftmals Probleme mit Ransomware oder allgemein mit der IT-Security haben, weil eben der Fokus da ganz anders, auf ganz andere Sachen liegt. Also man möchte den Betrieb einfach am Laufen erhalten und hat eigentlich keinen Kopf für IT-Security, wobei das ja trotzdem sehr wichtig ist auch, dass man da tätig wird. Ja, nichtsdestotrotz, ihr seht's, Augen auf, was man anklickt und jetzt könnte ich machen, was ich möchte. Ich könnte jetzt auch die Maschine mehrfach neu starten. Da wird sich nichts dran ändern. Also ich könnte jetzt hier nochmal sagen, hey, ich starte neu, aber ihr seht schon, jetzt bin ich hier wieder drin. Das kann ich so oft machen, wie ich möchte und es bringt einfach nichts. Und ich kann allerdings, also falls ihr wirklich nicht so wichtige Daten habt,
kann ich auch nur davon abraten zu bezahlen. Weil je mehr Leute bezahlen, umso sehr oder umso mehr rentiert sich dieses Geschäftsmodell für den Hacker an sich. Und dann wird das lukrativ, während wenn man nicht bezahlt eben, ja, aber das ist halt auch nur ein Wunsch, sag ich mal. Es wird wahrscheinlich so viele Leute geben, die einfach bezahlen. Wir hatten bei Petya, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wir hatten so viele Anfragen auch von Unternehmen, die hier teilweise sogar angerufen haben im Office und haben eben um Hilfe gebettelt, muss man schon fast sagen, weil eben Unternehmensdaten verschlüsselt wurden. Das waren natürlich hauptsächlich Handwerksbetriebe, kleine Unternehmen, sag ich mal, im Small-Business-Bereich, wie man immer so schön sagt, also unter 20 Mitarbeiter, 5 PCs oder sowas, die sind natürlich besonders gefährdet bei sowas. Die haben vielleicht auch ein Backup und das ist auch wieder so ein Punkt, aber das Backup wurde mitverschlüsselt und das eben sollte nicht passieren. Das erkläre ich auch in dem Video zur Ransomware für mittelständische Unternehmen und kleine Unternehmen, wie man sich da eben schützen kann. Es gibt Methoden, wo eben ein Ransomware nicht so leicht an das Backup rankommt, beziehungsweise eigentlich eher gar nicht herankommt. Und die muss man einfach ergreifen und sonst wird das Ganze ziemlich schwierig, sich dagegen zu schützen. Also Backup ist nach wie vor immer der beste Schutz und natürlich der Virenschutz, aber das Backup ist halt wirklich für den Worst Case optimal. Und nicht zuletzt heißt es immer unter uns Admins, wenn du ein Backup hast, dann hast du halt ein Backup, ne? Das ist, ist ein blöder Spruch, aber es stimmt halt einfach, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch eine virenfreie Zeit und mal gucken, vielleicht können wir irgendwann mal von der Entschlüsselung von GoldenEye Ransomware berichten. Würde ich mir sehr wünschen, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass nochmal eine Adaption zu Petya rauskommt. Deswegen, nichts ist unmöglich. Und Leute, was war dieses Jahr schon normal oder was dieses Jahr alles möglich war? Von daher möchte ich das gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass es da auch wieder ein Leak oder irgendwas gibt. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen und ich wünsche euch einfach mal eine virenfreie Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Steffen Kolb von QSOFU Tech.